Das vierte Team steht in den Startlöchern, bestehend aus Jenny, Jan, Male, Vergi und Torben. Und das Projekt heißt ÖGÖ. Was das genau ist, sagt ihr gleich selber. Ihr Mentor Hermann hat auf jeden Fall dazu gesagt, von Null auf gestartet, und sie haben sich hochgearbeitet zu JavaScript-Profis. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Das Ergebnis ist eine App, die ihr nun bitte selber vorstellen werdet. Hallo, also unsere App nennt sich, also unser Projekt nennt sich ÖGÖ. Das ist eine Abkürzung für Österreichs grüne Öffis. Und wir haben uns ausgehend mit dem Problem auseinandergesetzt, dass sehr viele mit Autos fahren und auch alleine mit Autos fahren und dass viel zu wenige öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Unser Ziel war es jetzt, eine App oder Website zu erstellen, die es vereinfacht, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Wir haben auf dieser Website Bushaltestellen, Straßenbahnhaltestellen, Zughaltestellen, wo man Elektroscooter findet, wo man Räder ausborgen kann, eingezeichnet, dass alles auf einen Blick ist. Und es gibt auch eine Route-Option, bei der man die einfachste Route finden kann und wie man, also welche Route am umweltschonendsten ist. Unser Team besteht aus 5 Personen. Wir selber nennen uns die Ögönisten. Und wir bestehen aus dem Development-Unterteam und dem Designer-Unterteam. Ich war Teil des Development-Unterteams. Ich war hauptsächlich für das Sammeln der offenen Daten zuständig und auch für die Anfangsanimation und die Pop-ups. Servus, ich bin der Torben. Ich war auch im Developer-Team. Ich habe eben dafür gesorgt, dass die Daten, die wir dann gesucht haben, eben die offenen Daten auch, wir haben mit Open Data eben da viel gemacht, auf unsere Map dann kommen. Das kann man auch zeigen, so, weil hier sieht man einen Ausschnitt aus Linz, ein paar vielleicht kennen es. Hier sind alle Bus-, Zug-, Straßenbahnstationen und auch sogar Fahrradverleihe aufgezeichnet. Wie man jetzt an diese Daten kommt, ist relativ cool. Wir benutzen hier OpenStreetMap. OpenStreetMap basiert darauf, dass sozusagen nicht nur von öffentlichen Datenbanken aus die ganzen Stationen draufgeladen werden, sondern auch User selber sie eintragen können und deswegen es noch präziser ist. Und diese öffentlichen Daten kann man eben sozusagen dann mittels eines JSON-Files auf unsere Map projizieren lassen. Und damit würde ich weitergeben ans Design. Hallo, ich bin Male und ich war Teil des Design-Teams. Meine Hauptaufgabe war, dass ich mich mit HTML beschäftigt habe. Das heißt, ich habe den Grundbaustein und das Grundlayout von der Website programmiert. Ich bin die Jenny und ich war auch Teil vom Designer-Team und ich habe mich hauptsächlich mit CSS beschäftigt. Das heißt, ich habe jetzt das, was Male schon vorher gemacht hat, habe ich dann formatiert, also dass zum Beispiel der Rahmen grün ist oder sonstige Sachen. Okay. Wir haben uns am Anfang beim Design gedacht, dass wir es möglichst einfach machen, damit es auch benutzerfreundlich ist. Und wir haben eben da am Anfang dieses aufgezeichnet, das heißt, wir haben einen Startbildschirm gehabt, wie der Hauptbildschirm ausschauen soll. Und dann, wie wir das unterteilen, zum Beispiel, welche Filter wir haben und wie wir das mit dem Routenplaner machen. Und wir haben uns auch damit beschäftigt, welche Farben nehmen wir für die ganzen Verkehrsmittel. Und da haben wir es dann auch so gemacht, dass man zum Beispiel für einen Bus, weil das im Gegensatz zum Fahrrad nicht so umweltfreundlich ist, haben wir das rot gemacht. Und damit vielleicht Fahrrad mehr ansprechend ist, haben wir das grün gemacht. Ja. Ich habe auch designt, also ich habe hauptsächlich mich ums Logo gekümmert, das dann 3D gedruckt und Design, ja. Wir wollten jetzt nur kurz unsere App vorzeigen, also wir haben ein Customer Journey vorbereitet, das heißt, wir werden einen kurzen Durchgang durch die App machen. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in Linz und Sie wollen Sie mehr grün bewegen, also nicht nur immer mit dem Auto nehmen, und da haben Sie halt diese App gefunden und ich erkläre jetzt, wie das funktioniert.
Also, wenn man startet. Willst du starten? Lass mal starten schon. Wenn man startet, sieht man gleich diesen Ladebildschirm. Das ist unser Logo, steht halt ein Rad da. Und das fährt halt rein. Und dann öffnet es gleich auf den Hauptbildschirm. Das ist eine Karte, wo man gleich alles auf einen Blick sieht. Dieser grüne Dings mit dem Blatt drinnen ist unser Standard, also da sind wir gerade. Und dann sieht man halt, was um uns herum für Möglichkeiten sind zum grüner Fortbewegen. Dann haben wir gemacht, dass wenn man kurz mal woanders hinschauen möchte, dass man selber gleich wieder zu seinem eigenen Standard hinfindet. Das ist das Blatt im linken unteren Eck. Dann haben wir nur ein Feature gemacht, das ist der Filter. Wenn man da drauf drückt, kommt ein Pop-Up-Fenster und da kann man dann ankreuzen, wenn man jetzt sie nur mit Fahrrädern oder nur mit Straßenbahn oder wenn man was Spezifisches nehmen möchte und ob man die Karte ändern möchte. Da ladet es dann nochmal und dann zeigt es da die Möglichkeiten aus, die du angeklickt hast. Dann haben wir eine zweite Möglichkeit, das ist der Routenplaner. Wenn man da aufklickt, kann man eingeben, von wo man weggefahren möchte und wohin man fahren möchte. Und man kann auch angeben die Uhrzeit, an der man entweder ankommen möchte oder abfahren möchte und auch das Datum. Und man kann da auch auswählen, dass man nur zu Fuß gehen möchte. Und wir haben auch eine Möglichkeit, das nennt sich Carsharing. Wenn man da aufklickt, wird man zu einer Website weitergeleitet, wo man dann Carsharing betreiben kann. So, aufklicken. Auf das Carsharing aufklicken. Okay, da gibt es gerade Probleme. Ja, was ist? Wenn man dann auch nur auf die, zum Beispiel auf die Straßenbahn-Button aufklickt, kommt dann so ein Infofenster, was für Haltestelle das ist und was das genau ist und ob man mit einem Rollstuhl dann fahren kann. Und wir haben auch nur gemacht, dass welche Linien da wegfahren und um welche Uhrzeit die weggefahren, aber das ist hier leider von der Zeit her nicht mehr ausgegangen, dass wir das einbauen. Ja, damit sind wir auch schon zum Ende unserer Präsentation angekommen. Und da einen Moment nur noch nicht klatschen, es ist zwar alles toll, ich weiß, aber wir sind ja hier bei Jugend Hackt und da haben wir uns gedacht, die Webseite ist schon veröffentlicht und entweder mit dem Link oder mit dem QR-Code können Sie jetzt schon darauf zugreifen und die bleibt auch weiterhin bestehen. Und wenn ich Bock habe, vielleicht mache ich noch ein bisschen weiter. Und damit danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und auch ein großes Dank an unsere Mentoren Hermann und Thomas, die mit uns super gearbeitet haben. Und auch großes Dank an Tobias, der gestern Abend noch 2 Pull-Requests mit uns gemacht hat und uns viel Arbeit erleichtert hat. Und auch ganzen Dank an die ganzen anderen Mentoren, die gestern Abend noch mit uns bis 0.30 Uhr gecodet haben und die eine Stunde Zeitverschiebung genutzt haben. Damit fettes Dankeschön und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke an Jenny, Jan, Male, Vergi, Torben und ÖGÖ.